Hey und hallo, herzlich willkommen und ja, wie auch immer. Meine Begrüßung hat jetzt nicht gerade so gut geklappt. Ich wollte was ganz anderes sagen, aber naja, gut, hat nicht geklappt. Ich lasse es so. Es ist nun mal, so ist das Leben nun mal, dass nichts und niemand ist perfekt und ich besonders nicht. So, ja, folgende Situation: Wir sind, das ist jede Menge Kohle, wir sind von unseren Weihnachtsdomizil weggewandert. Da ist der Weg dorthin. Denn Weihnachten ist vorbei und nun geht es wieder nach Hause. Ich mache mir den Weg natürlich nicht einfach. Ich mache es mir kompliziert. Denn ich möchte nächstes Mal das Weihnachtsdorf schneller finden. Und noch vielleicht später das tatsächlich auch mit einem Gleissystem verbinden. Ne? Deswegen haben wir hier so einen schrecklich langen Tunnel. Okay. Ja, also weiter. Gut, was haben wir denn so? Ich brauche natürlich Stein. Was habe ich da? Kaum Stein in der Tasche. Das muss ich mal ändern. Vor allen Dingen Slabs. Slabs für die Wege. Steinslabs. Natürlich ist die Kiste ganz hinten. Natürlich, natürlich, natürlich. So. Da sieht man, dass er grenzt das Weihnachtsgebiet da. Den ganzen Schnee und so. So. Erde schmeißen wir weg. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen vor allen Dingen Stein. Natürlich hier den groben Stein. Was soll das? Brauche ich nicht. Ach, wir haben noch Steinziegel. Die nehmen wir auch wieder mit. Diorit nicht. So, aber dieser Stein, da haben wir ein bisschen was mit von. Alles andere können wir hier lassen. Aber noch irgendwas für Schniebel. Was ich damit nun wollte, keine Ahnung. Mein Schwert muss ich auch mittlerweile tauschen. Das ist ein bisschen kaputt. So, Kohle. Kohle haben wir genug. Ach, ein bisschen mehr Kohle als wir. Also, wir müssen ja noch Fackeln machen. Ganz einfach. So werden wir dann die überschüssige Kohle los. Alles klar, geht's weiter. Hier habe ich eine Brücke gebaut. Das hatte ich alles aufgenommen, aber in meinem fünften oder sechsten oder siebten Versuch, es hat wieder mal nicht funktioniert. Ich wollte eigentlich schon lange in Vorproduktion sein. Nein, geht nicht. Ich kann nicht vorproduzieren. Das ist jetzt einfach mal jetzt eine schnelle Aufnahme, damit ich eben, hallo Schaf, zumindest zum Jahreswechsel ein Video am Start habe, mit dem ich mich für dieses Jahr verabschieden kann und so. Das wollte ich einfach noch mal hinkriegen. Und deswegen mache ich das denn jetzt hier. Überlege ich jetzt mir den Weg bahne. Da hinten geht es wieder durch den Berg, ne? Ja. So, hier muss auf jeden Fall Steine hin. So, deswegen mache ich hier die Erde mal so auf diese Höhe weg. Aber na super, die Schaufel ist hops. Habe ich ja mit. Kann mich eben schnell hier hinsetzen. So. Ich hoffe, jetzt nimmt er auf. Ich habe das extra manuell die Aufnahme gestartet. Also auf dem Desktop schon den Button gedrückt. Zeichne auf. Das muss ich dann entsprechend dann auch schneiden natürlich. Ich hoffe, es wird dann nicht asynchron. Das ist immer meine größte Sorge. Ja. Ich weiß auch, wenn wir das schon offen haben, machen wir das hier mal eben schnell. Upsala, das können wir eben auch machen. So, da haben wir mal. Ups, das habe ich ein bisschen viel davon. Macht nichts. Pass auf, wir machen noch eine Kiste hier. Eine Kiste schnell hier hin. Zack, 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 zack. Zack, eine Kiste. Kann nicht schaden. Ich brauche die Kiste. Ich brauche die Kiste. Schmeißen wir auch mal schnell hin. Natürlich schmeiße ich die Kiste hin. Ich bin der schlauste Mensch der Welt. Mann, bin ich blöd. Was soll denn das? Auch die Kiste, so. Scheiße. Mann. So eine Kacke. So, die Erde kann hier wieder rein. Theorie kann hier rein. Warum habe ich den Theorie da nicht mitgenommen? Keine Ahnung. Noch irgendwas, ein Ranzkram, den ich nicht unbedingt brauche. Stufen brauche ich. So, die Blöcke lasse ich erstmal hier. Die habe ich auch mitgenommen. Naja, das lassen wir hier. Lassen wir auch hier. Wir brauchen vor allen Dingen diese Bruchstein-Slabs. Und Schaufel. Lassen wir mal alles so. So. Schnee brauchen wir nicht. Mal in meine Tasche sortieren. Die brauche ich dann doch, wenn ich mal was Schönes bauen möchte, noch zwischendurch. Holz brauchen wir auf jeden Fall.
Treppen machen wir auf jeden Fall. Und die machen wir dann sowieso gleich. So. Ah ja, okay. Haben wir. Achso, das nehmen wir dann auch noch mit. Das tun wir da auch rein. So. So, dann machen wir das hier mal weg. Haben wir gleich nochmal schnell in der Tasche an. Der Baum ist weg. So. Ich hoffe, er nimmt auf. Ich hoffe, er nimmt auf, weil er. So. So. Falls Problem. Das müssen wir mal eben ändern. Machen wir hier mal so ein bisschen. So. So. Hier soll ja der Weg hin. So. Dann füllen wir es hier mal ein bisschen mit Erde auf. So, das war's. Erde alle. Erde ist alle. Ein paar Schneebälle loszuwerden. Hier so ein paar Schneeblöcke hin, so. Fertig, weg damit. Dann haben wir Schneebälle. Oh Mann, aber ich habe dafür auch noch mehr Erde. So. Da war auch nur zwei. Und Schneebälle. Zack, zack. So. Und dann hauen wir hier Slips hin. Als Gehweg. Das ist aber toll. Machst du die Tür hinter dir zu, bitte? Oh, ganz gut. So. Ich bin richtig gut dabei. Mhm. Ich sag dir, okay? Papa, oh, da ist ein Creeper. Ich hab einen Creeper im Haus. Ich hab auch einen Boom. Und stirb. Oh, da reagiert aber verzögert der Server. Wieso leckt der Server so? Ich hab auch einen Boom. Ich hab auch Pfeile. Ja, das ist schön, dass du es hast. Das ist interessant. Brauchst du mir nicht dreimal sagen. Ich hör dich schon so einmal. Das ist mir einmal erzählt. Ich hab einen Stein. Ja, solltest du vielleicht Eisen suchen gehen. Ja. So. Ich hab, noch ein paar Sätze. Eine Eisenzeichwert und eine Eisenhose. Und eine. Mhm. Und Lederschuhe und Lederhelm. Ja, toll. Cool, ja. Gut, ja. Meine Güte. Hast du ja mehr Krempel in der Tasche wie ich. Ciao. Ciao. So. Ein Zwischenbericht von meinem Sohn. Damit wisst ihr auch Bescheid. Wie mache ich denn das jetzt? So, was mache ich denn da? So, dann muss ich in die Treppe hin. Treppe, 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 Treppe. So. Haben wir Creeper? Ne. Alles klar. Sehr frech, der spawnt halt direkt einen Creeper, oder ist er da reingelatscht? Nee, gespawnt. Ist das da so dunkel? Kann sein, dass es vielleicht zu dunkel ist. Ne? Durchaus möglich. So, hier müssen wir natürlich auch wieder eine Schicht abtragen. Huch. Ja, das wird eine spannende Geschichte hier. Irgendwie hängt das so ein bisschen. Das kann auch, ist das vielleicht eine Aufzeichnung sein? OBS, dass das so hängt. Kann man die nicht vorstellen. Gerade so. So. Arbeiten wir uns über den Berg oder durch den Berg? Das muss ich mir mal angucken. Die Lage checken. Können wir auch einen kleinen Tunnel bauen eigentlich, ne? Schauen wir mal. Das machen wir hier mal eben glatt. Schöne Steinwege. Wir können uns das erlauben. Ganz einfach. Habe ich eine Menge Steine durch den Bergbau hier bekommen haben. So. So, dieser Baum ist weg. Huch. Ist ein kleiner, ne? Ja, den können wir wegmachen. Ja. Zack. Jetzt müssen wir ein kleines Schlafplätzchen suchen. Das tun wir natürlich vornehmlich
Machen wir mal hier so einen kleinen Schlafplatz. So. Ja, nicht ganz so niedrig. Ich mag das nicht so niedrig. Die Platzangst. So. Keine Fackeln. Fackeln, Fackeln, Fackeln. So. Fackeln hier an der Wand. Hopp. Machen wir noch einen tiefer. Ah, nö. Ach, nö. Was soll denn? Ich werde hier permanent gemobbt von diesem Spiel. Ah, kann ich gar nicht. Ich kann nur eine bauen. Dann war es das. Ich habe kein Eisen mehr. Ach, scheiße. Ich muss Eisen finden. Sonst wird die Reise sehr langsam, kann ich euch versprechen. Weil ich dann natürlich mit einer Steinspitzhacke arbeiten muss. Ach, schade. So, Sand vor die Tür klumpen. So. So. Und das Bett, das Bett, das Bett, das Bett. Da ist das Bett. So, hauen wir uns mal hier so hin und gute Nacht. So, das machen wir wieder weg. Ja, irgendwie hängt der Server ein bisschen. So, die Schlafkuhle lassen wir da noch. Hier schmeißen wir wieder Geraffel rein, was wir so uns angeeignet haben. Und wir müssen Eisen finden. Ich hoffe, wir finden Eisen. Sonst haben wir bald sehr schnell ein Problem. Das Feuer und Flamme, würde ich sagen. Den hau ich dann schnell. Gibt es da noch Punkte? Scharf. So. Hopp, Holz nehmen wir mit. Das brauchen wir. Und dann arbeiten wir uns hier im Weg durch, würde ich sagen. Ja. Da ist ein Creeper. Ich muss Creeper töten gehen, leider. Tut mir leid, ich hasse Creeper. Mal, wie verzögert das reagiert. So ein Arsch. Hat er großen Schäden angerichtet? Ja, doch, ganz schön. Der Baum müssen wir leider fällen. Das nützt ja alle nix. Ist ja all nix, der muss weg. Alles klar. Und hier füllen wir natürlich wieder mit Erde auf. Sehen wir nicht so. Huch, glaubt sich für euch gar nicht mehr aufgefüllt, als ich hätte müssen. Und dann haben wir hier, dann sind wir noch netter, setzen hier den Baum wieder hin. Hopp, sind wir. Geil. So nett sind wir. So, okay, geht's weiter. Ah, ich habe übrigens die schöne Minecraft-Musik wieder angemacht. So. Richtige Höhe? Na, ich glaube, es ist richtige Höhe. Muss ja ein höher gehen. Ich glaube, es muss ein höher, ne? Das ist cool. Muss mal checken, wie hoch ich da die Tunnel gemacht habe. Die alle ungefähr gleich hoch sind. Ja, viel höher. 1, 2, 3, 4. 4 hoch. Der fünfte bleibt stehen. Das heißt, der Baum muss auch weg. Hier nur 1, 2, 3. 4 hoch. Da. Muss weg. So. Schade um den Baum hier. Aber die müssen wir leider weg machen. Den müssen wir leider wegmachen. So. Okay. Das haben wir. Hopp, hopp, hopp. Wo
Also meine Spitzhacke hin, da an der falschen Stelle. Okay, die Kohle nehmen wir mit. Obwohl, ich brauche keine Kohle, fällt mir gerade ein. Ist ja Quatsch, was ich da mache. Ich habe gar keine Kohle. Da habe ich wieder zwei Kohle-Dinger da rumliegen, die mir hier wieder einen Platz wegnehmen hier. So, okay. Ah, lass mal Kohle liegen. Wir brauchen keine Kohle. Sagt ja nix. Genug Kohle. Ja, wir werden die Tunnel natürlich noch später alle schön ausbauen. Das bleibt nicht so. So rustikal. Aber es soll, dazu solltet ihr mich auch schon eigentlich gut genug kennen, dass irgendwann kommt halt der Ausbau. Mhm. Ich werde jetzt hier auch den Weg nicht unbedingt zwingend so weitermachen, was auch ein bisschen vielleicht so. Und lassen wir ihn so ein bisschen abreißen. So. So. So machen wir das. So, und nicht anders. Die Erde weg. So. Hat gut geklappt. Den habe ich sehr gut platziert. So. Den machen wir weg. So. Ne? So. Dann geht's hier weiter. Nehmen wir ein Auge auf den Kompass, damit wir auch den richtigen Weg, auf dem richtigen Weg bleiben. Aber es kann sehr lange dauern. Es wird sehr lange dauern. Da werden unzählige Folgen im Land gehen. Naja, gut. Ich werde oft auch offscreen. Jetzt hier, ein paar Folgen sind ja gezwungenermaßen weg. Also nicht gelungen. Und somit habe ich ja ganz zwangsläufig schon offscreen weitergemacht. Oh, ich hoffe, er nimmt jetzt auf. Er hat angeblich nur mit 60 FPS auf. Ich weiß nicht, ob er nicht schon wieder abgebrochen hat. So. Ich hoffe nicht. Ich brauche unbedingt einen zweiten Monitor hier am Start, damit ich das Echtzeit kontrollieren kann, was gerade OBS macht. So ist echt kacke. So. Ich mache erstmal den Stein hier weg und danach über mir die Erde. So, dann machen wir die Erde weg. Irgendwie ist es hier duster. Wo sind meine Fackeln hin? Die brauche ich jetzt gerade nicht. Fackeln brauche ich jetzt eher. Hoch. Ein bisschen schwindelig ist mir auf einmal. Hm, ich brauche Urlaub. Ich bin echt runter. Urlaubsreif bin ich. Ich habe eine Schwindelattacke bekommen. Komisch. Ich muss sagen, ich sitze hier vielleicht zu lang vom Bildschirm. Ne? Ich sitze jetzt gerade erst tatsächlich reale 20 Minuten vom Bildschirm hier. Vorher habe ich Essen gekocht, dann habe ich nur kurz ein paar YouTube-Filme geguckt. Oh, da ist in der Schippe wieder hops gegangen. Oh, wir werden hier langsam auf Steinwerkzeug reduziert. Ganz systematisch. Ich glaube, wir sollten hochgehen. Wir sollten doch nicht weiter unter durch. Also hier können wir es so lassen, aber dann sollten wir doch überirdisch gehen. Würde ich sagen. Ja. Gehen wir da Erde wieder hin. So. Dann gehen wir ab jetzt hier überirdisch. Machen wir hier Treppen hin. So. Hier haben wir Treppen hin. Und das dann doch. Das ist einfach nicht tief genug, das ist das Problem. So. Guck mal hier. Zertlüftete Gegend. Oh, das macht richtig Spaß, da Wege zu bauen. In zertlüfteten Gegenden. Ah, wo ist denn die Kiste? Ganz da hinten hin. Ne? Ganz weit hinten ist die Kiste. Ah, oh, nein. Wir sollten noch einen Baum hinpflanzen. Wir haben schon zu viel Land kaputt gemacht von der Natur hier. Da sollten wir hier so ein bisschen zurückgeben. Und da wir ja auch 4 Setzlinge hier gerade über haben, machen wir das auch. So. Und hier muss ich ein bisschen Kram reinwerfen. So ein bisschen Krimskrams hier einfach mal abwerfen. So. Alles klar.
Was ist der Schaf? Der verfolgt uns eine ganze Weile schon. Aber jetzt hat er keine Lust mehr. Also letzten Mal ist er die ganze Zeit mitgelaufen. Aber jetzt möchte der Schaf nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Was so in den Schaf ist. Warum er uns... sagt nichts. So. Okay. Slaps. Hopp. Schöpfer in der Hand. Okay, auf geht's. Hops. Schöpfer. So. So. Ja, die Reihe noch. Und mal schauen, wie wir das machen. Ja, eigentlich Blödsinn, hier eine Treppe zu machen. Dann können wir hier die Treppe mal wegmachen. So. Und ich muss überlegen, wie wir denn gehen am besten. Wir müssen eigentlich da lang. Also wenn wir da gehen, ist falsch. Eigentlich müssen wir da lang gehen. Aber ich muss ja an diesem Berg erstmal vorbei hier. An diesem zerklüfteten Gegend hier. Nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Das ist wirklich nicht so einfach. Wirklich nicht einfach. So, es ist jetzt schon wieder Nacht. Das ist nicht gut. Wird schon wieder dunkel. Grab mich mal hier rein. Die Schnelle. Diesmal machen wir nur ein schmales Schlafplätzchen so. Ach komm. Das wäre ja nicht so. Kann ich noch übergehen? Sonst nicht. War da schon die Grasnarbe? Schon sehr ungünstig. So. Erde. Dann klumpen wir wieder den Eingang zu. Und würde sagen, gute Nacht. Was ist das denn? Kleiner Bug. Ja, ist wieder gut. Hopp, weg damit. So, da haben wir es. Da haben wir es. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Ich muss auch schnell auf die Uhr glotzen. Ich muss ja rechtzeitig die Kinder im Bett jagen. So. Lassen wir da mal so stehen. Und. Wie mache ich das jetzt? Ach, das ist nicht so einfach. Ich bin nur ein bisschen unschlüssig, wie ich das hier alles kreiere hier. So, dann brauchen wir noch einen Satz Treppen. So. So. Nee. Kompass brauche ich ja. Die Erde brauche ich jetzt nicht zu zwingen gerade. Fackel. Hauen wir ganz brutal den Weg hier so rauf. Und arbeiten wir uns hier so durch. Ja. Das ist möglichst lange auf diese Ebene zu bleiben. Brutal. Ohne Rücksicht auf Verluste. Rühren wir uns hier so lang. Weil ich mich nicht die ganze Zeit auf und ab, auf und ab. Das ist dann auch irgendwann nervig. Das kann man ein, zwei Mal machen. Ein, zwei Mal machen. Aber dauernd, ne. Das sehe ich gar nicht so. So.
Wir haben es. Hoffentlich. Oh, da ist ein Baum sterben, sehe ich gerade. Eine ganze Reihe Bäume werden sterben. Eisen kann ich ruhig mal finden. Ja, was ist los? Wo Material ausgeht. So. Ja, diesen Baum fällen wir. Hier hoch, hopp, hopp. Wo ist er? Der Baum ist ja da. Okay, haben wir. Problem ist, der hat hier echt nahen Kontakt mit den Nachbarbäumen. Ich weiß nicht, ob das so jetzt weiß, welcher Teil nun zum Baum zu dem Baum gehört, welcher Teil zu dem anderen Baum gehört. So, ein bisschen abtrennen. Mhm, den nicht. Ah. Das scheint zu funktionieren, die Kälte schon. Okay. So, und der muss auch weg, leider. Falsches Werkzeug, richtige Werkzeug. Mann, so hoch. So. Wieso ist eigentlich jetzt keine Musik? Was soll denn das? Ist total langweilig. Hier ist gern ein bisschen Minecraft-Musik. So. Das ist keine Playlist laufen. Weil ich, wie gesagt, Minecraft-Musik eingeschaltet habe, aber irgendwie spiele ich jetzt nichts. Muss ich wohl wieder eine Playlist mal ausgraben. Ups. Nächster. So, wie ich ein bisschen breit gemacht habe. Ich habe ein bisschen zu viel weggemacht, glaube ich. Weg. Das gleich beide immer raushaut. So, brauchen wir ein bisschen Erde. Und dann werden wir hier Erde wieder hinsetzen. Terraform hier. Gut, so machen wir das. So. Ja. Oh. Ja, so. Eigentlich wollte ich noch so ein bisschen was zu dem Jahr 2016 sagen, aber eigentlich sagen so viele Menschen, so viele Fernsehsender über das Jahr 2016, dass ich da eigentlich nicht mehr viel sagen zu muss. Ich könnte noch was vielleicht dazu sagen, ja, was jetzt hier so meine kleine Welt ist. Ist zum Beispiel, dass ich eine Schaufel brauche. Also ich habe gleich ein kräftiges Tablet mit normalerweise. So. Bauen wir uns mal schnell eine Schaufel. So. Oh, was ist denn da? So, Schaufel, Schaufel, Schaufel. Hab. Jetzt haben wir gar keine Stickies mehr. Was soll denn das? Die einzige Sticky machen wir hier mal zu einer Fackel. Vier Fackeln. Und wir brauchen neu Holz. Hier, nehmen wir die. Zack, zack. Schwupp. Und dann haben wir wieder Stickies. Und dann können wir ja nochmal zwei Schaufeln bauen. So.
Und eine Spitzhacke. Leider aus Stein. Aber bevor wir gar nichts haben, ne? Das ist schon mal besser als nichts. So. Alles klar, dann geht's weiter. Und da müssen wir uns wieder durch den Berg arbeiten und da ist auch wieder ein Baum, der sterben muss. Sehr tragisch. Oder wir kürzen den Baum einfach nur. Das mal gucken. Gucken wir mal. So. Auf geht's. Jetzt geht es natürlich noch langsamer. Beide Steinschaufeln. Ja. Geht langsamer und die sind auch noch schneller kaputt. So. Ganz gute Voraussetzung, um schnell voranzukommen. Dann geht es langsam. So. So, das macht nichts. Wir haben ja Zeit. So, was ich noch sagen wollte, ja. Ja, also 2016, naja gut. Eher mittelmäßig gelaufen. Ich denke mal so insgesamt, auch für alle, wenn man so die ganzen Nachrichten Revue passieren lassen. Wie gesagt, ich gehe nicht drauf weiter ein. Jeder kann da die Jahresrückblicke der verschiedenen Nachrichtensender gucken. Oder Fernsehsender oder YouTuber. Ja. Und ja, und was er eins noch was gesagt werden müsste, ist, was mir sehr stark auffällt, dass viele den Kram, was sie so auf Facebook zu lesen bekommen, was vermeintlich als Nachrichten gepostet wird, glaubt den Scheiß nicht. Ne? Ihr könnt das gerne als Inspiration nehmen und dann geht ihr dann auf den vermeintlichen nicht auf den vermeintlichen, sondern dann auf die richtige Zeitung. Und und holt euch da die Information. Oft ist das dann halt doch eine Fake-Nachricht. Fake-Nachrichten. Ja, das ist dann ja ein bisschen blöd dann auch. So, ne, wird man da irgendwie aufgehetzt und dann das stimmt alles gar nicht. Hm. So. Ich habe das Jahresrückblick von Lua gesehen. Das war sehr geil. Also das kann ich nur jedem ans Herzen legen. Jahresrückblick von Lua 2016. Das ist geil. Das gibt es ja übrigens bei YouTube sogar. Ganz legal, glaube ich. Hoffe ich. Naja, das habe ich gesehen. Das ist eine Aufzeichnung vom ZDF. Hm. So. Ich muss wieder schlafen, ne? Wir haben da hinten einen Schlafplatz gehabt. Das nutzen wir einfach nochmal. Hat den Vorteil, dass wir auch an die Kiste kommen. Dann können wir nochmal Krempel ablegen. Hier war gar keine Kiste. Oh, ich hab gedacht, hier wäre eine Kiste. Die Kiste ist noch weiter weg. Ach je. Okay. Mann, hier hatten wir auch einen Schlafplatz. Ah, jetzt kommt hier ein bisschen Minecraft-Musik. Das ist ja schön. So, stopfen wir hier mal die Erde rein. Setzlinge. Schnee. Auch noch ein Krampel, die ich nicht brauche. Andasit brauche ich jetzt nicht so dringend. So. Das war's. Es wird dunkel. Ich sollte schlafen gehen. Hallo Schaf, wie geht's dir denn? Untreu geworden, hä? Red mit mir nicht mehr. Oh. Mist. Ich baue mir eine Tür. Pass auf, komm. Was kostet die Welt? Scheiß auf, hab. Oh, so viel zu viel Holz gemacht. So, haben wir die Tür, zack. Und dann hauen wir die Tür rein, fertig. So. Und dann gehen wir ins Bett. Haben wir schon ein Schlafplätzchen. Eine Fackel müsste da sein, ja. So. Bett, Bett, Bett. Und gute Nacht. So, nun mal sie wieder weg. Okay. Hallo Schaf. Ein Creeper? Ein Creeper. Wunderbar. Habe ich hier noch irgendwie einen Krempel, den ich loswerde? Ein bisschen zu viel Stein, das können wir auch noch ablegen. Aber sonst ist alles gut hier. Ja, die zwei Türen, die behalten wir. Dann können wir uns die nächste Raststätte auch mit der Tür absichern. Ja, hier könnte man eine Tür reinsetzen, aber machen wir nicht. Lassen wir einfach so. So.
Gut, also, wo ich stehen will, ja, okay. Ja, wie gesagt, Facebook, glaubt den ganzen Kram aus Facebook nicht unbedingt und teilt auch nicht Nachrichten, von denen ihr nicht absolut sicher seid, dass sie auch stimmen. Das ist so mein Wunsch an euch. Ich denke mal, die wenigen, die mir zuschauen, sind so einigermaßen normal im Kopf und wissen das wahrscheinlich selber. So, okay, das machen wir hier uns hier mal wieder einen Tunnel klar. So. Ja, seit 2016, ich hatte einige Projekte geplant. Ich habe sie auch teilweise umgesetzt. Das war ja zum Beispiel hier DSA-Geschichte. 1, 2, 3, 4, 5. War es 5 hoch? War es nicht 4 hoch? Ja, alter Senilität macht sich breit, also ich bin zu langsam. 1, 2, 3, 4. Oder 5. ist das. Okay. 1 zu hoch buddel ich, alles klar. Auch gar nicht so hoch, der Tunnel. Das heißt, der Baum darf bleiben. Ne, der fünfte bleibt stehen. 1, 2, 3, 4. Achso, dann ist es ja richtig. Ja, alles gut, der Baum kann stehen bleiben. Und wir können uns hier unseren Tunnel graben. Ich glaube, da kommt noch mal mehr im Weg, glaube ich. Ich hoffe zwar nicht, aber ich glaube, ich bin der Meinung schon, da werden wir in die Tiefe gehen müssen. Ich werde keinen Tunnel durch ein Meer bauen. Ich werde versuchen, darunter durchzugraben. Ja, natürlich, wenn sich das absolut nicht vermeiden lässt, dann natürlich. So, da ist meine letzte Spitzhacke aus Eisen hin. Ja, und dann ja, verlasse ich euch für dieses Jahr. Und was habe ich vor nächstes Jahr? Ja, ich werde nochmal weiter dieses Thema DSA noch ein bisschen anfassen. Ne? Zumal ich ja sowieso auch noch direkt Computerspiele hier rumliegen habe von DSA, die ich nochmal mit euch spielen möchte vielleicht. Wahrscheinlich. Und dann, dann nochmal ein paar Pen und Paper Runden. Singleplayer wahrscheinlich. Also mit meiner Gruppe, meine ehemalige Gruppe, muss ich sagen, wird wohl nix. Die kriege ich nicht organisiert. Die haben alle keine Zeit. Die haben zu anderen Zeiten Zeit, wo ich keine Zeit habe und so weiter und so fort. Das geht einfach nicht, wenn alle so viel um die Ohren haben. Ne? Bei mir ist es ja nicht nur die Arbeit, sondern auch die Familie. Das muss ich da alles so ein bisschen synchronisieren. Dann ist das schwierig und dann die anderen auch arbeiten und Familie haben, dann ist es bei denen natürlich auch schwer. So. Oder glücklicherweise die meisten aus unserer Runde, bis auf eine hat, haben sie gar keine Familie. Von daher wäre es dann von denen aus, eigentlich dürfte es dann nicht so schwer sein. Okay. Aber gut, das steckt da nicht drin, man weiß ja nicht, was sie ja so haben. Ich battle auch nicht drum. So. Mhm. Wir haben übrigens ein bisschen Kohle. Wir haben hier ein bisschen Krempel hier rumliegen. Wir sollten. Ich gehe mal was weiter weg. Mal ein Crafting Table in Anspruch nehmen und eine Kiste hier hinstellen, wo wir die Krempel ablegen können. Weil ich möchte nicht immer nach hinten laufen. So. Stellen wir hier hin und machen wir eine Kiste klar. So. Kiste. Up. Und stellen wir hier hin. Und bleib mal weg. So, und dann schmeißen wir hier wieder was rein. Erde zum Beispiel. Ja, das Stein, das sah man sich so an. Wenn wir es brauchen, können wir es ja immer noch wiederholen. Holz haben wir jetzt sehr viel. Ein bisschen mehr, als ich eigentlich brauche. An der sieht die Stufen. Okay. Sieht ganz gut aus soweit. Noch, ach, noch eine Schaufel. Hoppla. Steinziegel, die behalte ich. So. Okay. Dann sammeln wir das hier mal ein und dann gehen wir auch. Warte, warte, warte. So, und das hier. Sagt er mir nicht, was das ist. Okay. Wir machen weiter. Bleibt uns nichts anderes übrig, ne? So, okay, also was war es? Also, Thema, gut, 2017, alles klar. Ziele, ja,
ja, Ziele. Vorsätze keine, ich mache mir keine Vorsätze. Ich habe Ziele. Hatte ich auch. Also, ne? Ziele, die ich jetzt 2016 nicht erfüllt habe, nehme ich dann mit zu 2017 und arbeite und versuche daran, die umzusetzen. So, denn DSA, Pen und Paper, ja gut, das war, habe ich dieses Jahr eben halt gemacht, ziemlich zu Anfang. Das hat mir gar nicht Spaß gemacht. Was mich stört, war, ich habe immer so ein Problem, wenn ich vorlese. Wenn ich für mich lese, ist alles okay, aber wenn ich vorlese, dann habe ich immer so voll die Blockade und das klingt dann auch ein bisschen scheiße. Wie ihr das wahrscheinlich auch schon bemerkt habt. Ich hoffe, ihr habt das mir nicht zu übel genommen. Es hat euch dann trotzdem ein bisschen unterhalten. Ich versuche es weiter. Ich versuche mich weiter zu verbessern. Ich denke mal, umso öfter man das dann auch macht, dann wird es auch besser. Ne? Aber ich habe es trotzdem hochgeladen. Ich wollte das erst sagen, eigentlich die Qualität dann doch nicht so, wie eigentlich mein Anspruch sein sollte. Aber andersrum, soll ich denn die schöne Geschichte verschwinden lassen? Ich habe gedacht, nee, komm. Tu sie mal online und dann gucken wir mal. So, habe ich es einfach mal gemacht. Ne? So, einfach so schlecht, wie das ist. Ja, die Geschichte selbst nicht schlecht, aber die Umsetzung war halt nicht so toll. Ja. Ich hoffe, dass es mir dann nächstes Jahr besser gelingt. Ich denke, das wird auch eher noch suboptimal sein, aber ich denke, man denkt, besser wird es vielleicht schon werden. Ich bin da ganz optimistisch. Ich hoffe es wenigstens. So. Und da ich ja zum Glück zwar wenige, aber ein sehr tolerantes Publikum habe, denke ich, wird das schon lustig werden. So, was haben wir denn hier sonst noch? Wir haben hier wieder übermäßig viel Kohle, das packen wir auch raus. Bruchstein schmeißen wir ein bisschen weg. Komm hier weg. Stufen brauche ich noch. Und Slabs brauche ich auch noch. Ah, die sind auch ziemlich leer. Schnee, oh, wieder Schnee. So. Okay, hier brauchen wir jetzt Stufen, wie ihr seht. Brauchen Stufen. So, ich mache die Folge heute auch nicht ganz so lang, weil ich sie möglichst schnell hochladen muss. Ich habe keine Zeit, denn heute ist nämlich schon der 29. Und morgen bekomme ich Besuch und dann habe ich keine Zeit. Da habe ich keine Zeit, irgendwas zu machen. Dann machen wir noch Raclette und dann geht es dann nächsten Morgen, ziemlich früh, geht es dann nach Richtung Amsterdam. Und hoch. Ja, da bleiben wir einfach keine Zeit, ne? Also. So, Steine sind alle, nehmen wir neue. Wir hauen sie einfach mal hier so hin. Ja, und hier machen wir eine Stufe. Hier machen wir eine Stufe hin. Ups. Da muss das hier weg. Glaube ich. Oder? Keine Ahnung. Nee, doch. Hier eine Stufe mache. Ja, da muss es hier schon so gemacht werden. Jetzt hier auch schon mal runter. Weil sonst haut das nicht hin. So. Ja. Genau. Ja, das wäre toll, muss ich sagen. Ich muss hier jetzt schon. So, dann machen wir diese ganze Geschichte hier runter.
So, ist ja dunkel. Ich sollte mir ein Schlafplätzchen machen. Haben wir hier. Auch gleich ein paar Leder zu die Kohle mitnehmen. Ah, natürlich. Ach, jetzt muss ich mal eben schnell die Diamantenspitzhacke nehmen. Geht schneller. Fackel, 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 Fackel. Brauche eine Fackel, so. Achso, wir haben Türen in der Tasche. Zack, zack. Tür rein. Und, ach, wir schnappen uns mal hier die Kohle hier. Fenster hier. Ups, machen wir wieder zu. Egal was mit Erde. Meinetwegen. So. So. Ja, machen wir einen großen Schlafplatz draus. So. Gute Nacht. So. Alles klar, da haben wir es. Weg damit. Und wir sollten noch einen kleinen Happen essen. So, zack. Und dann geht's weiter. Wir brauchen die Treppen auf jeden Fall weiter. Und die, nicht die. Die Slabs. Nicht die, sondern die. Achso, ja, okay, dann noch so. Schmeißen wieder ein bisschen Krempel ab hier, Schnee und sowas. Und die übertrieben viele Menge Kohle. Andesit, Diorit, weg damit. Bruchstein haben wir auch aus, mehr als reichlich. Haben wir dann überhaupt mehr als reichlich? Haben wir gar nicht so viel mehr. Huch. Vor allem brauchen wir noch ein paar Slabs. So. Hier. Alles. Ja, nur war es weiter. So gut. So. Und dann wollte ich hier Stufen nochmal ransetzen. Und dann setzen wir hier Slabs ran. Hat gut geklappt, würde ich sagen. Achso, ich muss mir eine Spitzhacke machen. Haha. Ich will meine Diamantenspitzhacke nicht verbrauchen. Crafting Table. So, dann machen wir uns nochmal zwei. Und das bauen wir wieder ab. So, komm, das setze ich hier noch mit euch. Machen wir, das machen wir. So. Hat gut geklappt. So. Wir werden auch noch viel Stein brauchen. Und wir haben weiten Weg vor uns. Wir haben noch eine Schneelandschaft. Ui. Ui, 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 ui. Na gut. Ja. Heute mal nicht so ganz. Heute nur 50 Minuten. Ich muss jetzt noch schnell schneiden und das online stellen. Also, in diesem Sinne so. Ich muss mir das nur schon immer noch abgewöhnen. Zeit, eine Phase hatte ich, dann ging das ganz gut. Aber jetzt bin ich wieder so ein bisschen Larifari. So gar nicht so richtig bei der Sache. Es liegt auch daran, dass man da auch jetzt schon in der sechsten Aufnahme ist. Und ich weiß nicht, ob die jetzt gelungen ist. Weil irgendwie zeigt er jetzt 61 FPS an. Das ist irgendwie komisch für meine Kraft, dann mache ich weniger. Na gut. Habt euch wohl und kommt gut ins neue Jahr. Und ja. Macht euch keine Vorsätze. Habt Ziele, die ihr kommendes Jahr oder übernächstes Jahr irgendwie erreichen werdet. In der Regel ist es immer so, dass Vorsätze, man erhält sich nicht dran. Man versucht, Vorsätze, das macht man sich jedes Jahr und dann ist das
ist das nicht mehr richtig ernst zu nehmen. Ziele, so wie man fürs Leben hat, die, auf die arbeitet man zu und die erreicht man nicht unbedingt innerhalb eines Jahres. Da braucht man eben halt ein Jahrzehnt oder ein halbes Leben für. Oder ja, oder man schafft es eben halt dann gar nicht. Aber man hat dann vieles anderes erreicht, denke ich mal. Man erreicht doch immer irgendwas. Also, bleibt positiv, seht das, was ihr geschafft habt und ja. Wir sehen uns dann 2017, würde ich sagen. Alles klar, bis dann. Euer Jockel. Ciao. So, muss ich mal Stopp-Knopf drücken. Jetzt drücke ich Stopp. Warte mal, ich stoppe mal ein paar Sekunden. Ich stoppe beides gleichzeitig. So, tschüss.